Wer war das schon wieder? Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Videos machen. Es ist wieder ein Paket gekommen und irgendwer von euch hat mir eine PS5 geschickt mit einem Brief und 20 Euro und da steht, die ist kaputt. Ich wollte jetzt meine Zeit gar nichts machen, aber es ist Weihnachten und der Typ freut sich sicher, wenn seine PS5 wieder geht und ja, das Ding ist komplett tot, es geht nicht mal an. Ich habe es dann halt einfach mal zerlegt und 100.000 Schrauben später bin ich halt zum Motherboard gekommen, einfach mal Spannung angelegt und man sieht halt gleich, dass es einen Short hat, also mit der Wärmebildkamera. Da ist ein Kondensator, der wird über 100 Grad heiß, also da ist auf jeden Fall ein Kurzschluss. Kondensator kommt mal raus, keine Ahnung, was das für ein Kondensator ist, deswegen habe ich den links daneben auch ausgelötet, durchgemessen, sind so circa 16 Mikrofarad. Irgendwo in meiner Lade habe ich dann so einen ähnlichen gefunden, jetzt das Ganze einfach wieder mit der Heißluft einlöten und der Short ist auf jeden Fall weg. Eigentlich haben wir genau für sowas, damit ihr das lernt, den Online-Kurs in der Bio gemacht, aber ja, ich verstehe schon, viele haben halt keinen Bock das zu machen, und aber so eine Reparatur würde um die 200 Euro kosten, da würde ihr eine Menge Geld sparen, wenn man halt sowas lernt, und es ist wirklich nicht so schwer. Trotzdem habe ich eine Rückfrage zur PlayStation 5, speziell zum USB-Port, also